es alleine nicht zu schaffen, das ist ganz wichtig, Angst, es alleine nicht zu schaffen, sich also in so einer Minderposition oder so ein bisschen hilflos fühlt. Dann kommt irgendwo so ein Heilsbringer her, die Nachbarin, die Freundin, so ein Guru oder so ein Chef, was auch immer. Und man denkt sich, oh wow! Super schön, dass du es ansprichst, bei dir zu bleiben. Gerade in der Welt von Zivilisation haben wir viele Ablenkungsmöglichkeiten und gleichzeitig, Susanne, was würdest du sagen, woran liegt das, dass manche Menschen von Natur aus sagen, hey, ich lehne mich an, ist es eine Seelenreise, ist es eine Persönlichkeitsgeschichte, andere sagen, das ist Astrologie, die anderen sagen, es ist Erziehung, dass einige wirklich von Natur aus sich anlehnen, andere wiederum vielleicht gar nicht Alpha-Tiere waren oder Anführer waren, mit der Zeit sich aber entwickeln. Sagst du, was sind die typischen Gründe, warum Menschen manchmal auch komplett abdriften? Also vielleicht schüchtern, dann wird er stark und dann am Ende komplettes Arschloch. Wie geht sowas? Tja, mannigfaltig. Ich kann mir vorstellen, dass Personen, und das ist eine von vielen Varianten, dass Personen erst zu zahm waren, weil sie unsicher waren. Dann kommen sie in die Fänge irgendeines Gurus, der jetzt auch nicht ganz knusper in der Waffel ist. Da finden sie erstmal Halt. Es muss auch nicht ein Guru sein, der ihnen irgendeine Religion oder irgendwie ein Weltbild gibt. Das kann auch der Partner sein. So, da holen sie sich ihren Halt, da halten sie sich dran fest. Und dann passiert was. Dann werden sie stärker und entweder nehmen sie wahr, sie sind benutzt worden. Oder aber sie finden sich selbst und dann müssen sie ins extreme Gegenteil pendeln. Und erst waren sie zu sehr Bambi und dann werden sie auf einmal zu sehr Biest. Dieses Pendeln ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sich jemand in der Entwicklung befindet. Dummerweise, so wie du es erzählst, ein bisschen spät. Das gehört eher in eine Trotzphase und Pubertät. Aber wenn die sich haben vorher nicht lösen können, dann kann es gut schieflaufen. Und ich habe den Eindruck, dass einige in dem Sinne abdrehen, weil sie nicht verkraften können, dass es einfach ganz viel Ungeklärtes in dieser Welt gibt, ganz viel Spannungsbogen, dass Leute nicht nur gut und nicht nur schlecht sind, dass das, was gerade da draußen passiert, irgendwie total schräg, aber trotzdem auch Grundlage hat. Und wenn sie damit nicht zurechtkommen, dann gehen sie gern in eine Polarisierung, weil da ist es einfach, dann lehnen sie sich wieder an. Zwar auf die genau andere Ecke, aber sie müssen nicht wirklich eigenständig denken. Und erst waren sie total dafür, jetzt sind sie total dagegen. Das zeigt, dass sie nicht bei sich sind und dass sie tatsächlich, na, ich würde mal sagen, in einer anderen Branche würde man sagen Fashion Victim. Ja? Also die Mode wechselt, oh ja, alles raus aus dem Schrank, jetzt nur noch das Neue gekauft. Die haben nicht geblickt, was der Style ist und wozu Mode gut ist und rennen immer dem Neuen hinterher, bis sie irgendwann merken, sie schaffen das in dem Tempo nicht, die Zunge hängt ihm aus dem Hals und dann ist halt irgendwie wer schuld. Das ist schade. Ich würde mir wünschen, dass die den Mut haben, sich nicht nur so außen zu orientieren, sondern mal zu spüren und sich selbst zuzutrauen, worum kann es gehen in meinem Leben. Wenn wir uns die andere Sparte anschauen von all denen, die genau von diesen ausgenutzt werden. Also egal, ob beruflich oder in der Partnerschaft. Was rätst du Menschen, die immer wieder das Gefühl haben, eigentlich fängt es angenehm an und dann am Ende landen sie doch auf der Verliererstraße. Und wie geht das, dass so viele ausgenutzt werden heutzutage? Also der eine Teil ist dieses falsche Weltbild. Das möchte ich wirklich betonen. Wir sind falsch erzogen, indoktriniert worden. Und jetzt könnte man sagen, das ist aber schade, dass es so ein Negativ-Weltbild auch gibt in der Pädagogik und Psychologie nach dem Motto, dass Leute Opfer werden. Jetzt bin ich mal ganz frech als Profiler und vermute Vorsatz. Denn wenn die Leute Opfer werden, habe ich mehr zahlende Klienten in den Praxen. So, also bitte, ja, traue dich außerhalb des Systems auch zu gucken und dein Ding zu machen. Und das andere ist, glaube ich, dass viele mit erheblichen Ängsten kämpfen, die sich vielleicht nicht immer bewusst wahrnehmen. Aber für mich, von dem, was ich beobachte, für mich fängt es damit an, dass jemand Angst hat, es alleine nicht zu schaffen. Das ist ganz wichtig, Angst, es alleine nicht zu schaffen. Sich also in so einer Minderposition oder so ein bisschen hilflos fühlt. Dann kommt irgendwo so ein Heilsbringer her, die Nachbarin, die Freundin, so ein Guru oder so ein Chef, was auch immer. Und man denkt sich, oh wow, Hoffnung, zack, dran geklemmt. Und dann aber 300-prozentiger Jünger sein, anstatt sich einen Teil nehmen und sich weiterentwickeln. Also du mit den Köpfen der Genies, du machst es ja perfekt. Du holst dir überall die Infos und sagst, ja, das ist ja total spannend und gibst sie direkt weiter.
Aber so diese Guru-Gläubigen, die krallen sich dran und alles, was derjenige sagt, selbst wenn er eben halt nicht Vanilleduft pupst, ist toll. Und das fängt an, A, mit der Angst, es nicht allein zu schaffen, dann mit dem übermäßig sich an den anderen dranhängen, den quasi zu vergotten, daraus einen Guru zu machen und sei es auch vielleicht ein Kollege oder Mitarbeiter, dann festzustellen, das ist doch ein ganz normaler Mensch, sich dann gekränkt und ausgenutzt zu fühlen, also vorher zu viel Leine gelassen zu haben, zu viel mitgemacht zu haben, sich dann ausgenutzt zu fühlen und dann in die völlige Frustration zu gehen, sagen, ich habe es wieder nicht geschafft. Also wie wäre es mit einem anderen Doing? Du traust dir erstmal mehr zu, selbst zu schaffen. Ich glaube eher, dass die meisten Menschen gar nicht begriffen haben, was sie alles können. Also wir erstellen ja auch Charakterprofile, also jetzt eher für Täter, ne? als für den Normalo. Aber da ist so viel Chance drin, dass ich das immer gar nicht begreife, wenn Menschen sagen, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, das wird nichts. Also dass sie sich das selbst zutrauen, dass sie sich Unterstützung holen, also wie ein Trainer, aber nicht als Guru, sondern wie ein Trainer. Und dass sie begreifen, diese Unterstützung ist immer zeitweilig. Also es gibt keinen Lebenstrainer, der einen das ganze Leben lang begleitet. Das sind immer Episoden über den Weg. Die wirklich Guten schubsen einen auch so ein bisschen wieder aus dem Nest und man wird sich immer positiv erinnern. Also an die Lektionen genauso wie an die Persönlichkeit. Und dann habe ich auch nicht dieses Gefühl, benutzt worden zu sein. Weil das Problem ist, indem ich mich an den anderen halte, alles Negative ausblende, aus der Angst wieder in diese Ängste, Verzweiflung oder Ohnmacht zu kommen, da beginnt sozusagen die Tür aufzugehen für jedes mögliche Ausnutzen. Das muss nicht mal bewusst sein, aber es gibt auch eine Menge, die genau danach gucken und sagen, okay, wo habe ich wieder so ein Bambi, was dann für mich die ganze Arbeit macht. Also grundsätzlich, Beziehung ist keine Einbahnstraße, ne? Das muss halbwegs passen, die Rechnung. Weil du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast, möchte ich dich belohnen. Als Geschenk von mir an dich bekommst du einen passenden Videokurs zu diesem Thema hier und kannst auf dieser Seite den YouTube-Kanal dauerhaft abonnieren, damit du nie wieder das Erfolgswissen verpasst.